Die geheimen Tricks der Spieleentwickler. Es ist ein Bug und ein Feature. In den guten alten Zeiten mussten Spiele zum Release fertig sein. Kein Internet, keine Patches oder DLCs. Das führte zu herrlichen Last-Minute-Fuschs. Wing Commander 1 war maßgeblich am Erfolg des PCs als Spieleplattform beteiligt. Der Grund waren neue Maßstäbe im Grafik- und Sounddesign. Und trotzdem konnten die Entwickler bis zur finalen Abgabe einen Bug im Speichermanager einfach nicht fixen. Und beim Schließen des Games war immer diese Fehlermeldung zu lesen. In letzter Sekunde hatte Ken Damaris dann aber eine Idee. Er setzte sich hin und schrieb den Text der Fehlermeldung ganz einfach um in "Thank you for playing Wing Commander". Und die Spieler so: